Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, versuchen wir es doch mal, Herr Laschet, mit einem Faktencheck. Vielleicht hilft das ja weiter hier in dieser aufgeheizten Debatte. Und hinterfragen wir mal Ihre skizzierte Rolle des Chefaufklärers. Ich zitiere daraus ausnahmsweise mal aus einem öffentlichen und nicht auf einem geheimen Dokument, sondern aus dem Mitgliederblättchen der CDU NRW, Ausgabe 1 2017. Da war, wie gesagt, Anfang des Jahres. Ich nehme an, das erscheint auch sehr früh im Jahr. Und da macht Armin Laschet, im Übrigen überschrieben mit "Im Visier Ralf Jäger" und auf der anderen Seite Hannelore Kraft. Unter "Im Visier Ralf Jäger" und Hannelore Kraft. Diese Wahlkampfrhetorik kann man auch hinterfragen, tue ich an dieser Stelle nicht. Was machen Sie da? Sie machen einen Faktencheck. Fakt 1. Armin Laschet stellt fest im Januar, Zuständigkeiten Fall Amri nur in NRW. Falsch. Die Zuständigkeiten lagen auch im Land Berlin, weil seit dem 18. August hat sich Amri in Berlin aufgehalten. Zwar war die Ausländerbehörde zuständig, aber klar war, die Sicherheitsbehörden wären in Berlin zuständig gewesen. Und wir haben auch noch Baden-Württemberg in der Kategorie Zuständigkeiten. Also Fakt 1 falsch. Fakt 2. Die Feststellung trifft Armin Laschet an seine Mitglieder, dass für Gefährder eine Abschiebungsanordnung erlassen werden kann. Punkt. Nein, kann es nicht. Wir haben 226 Gefährder in NRW. Nein, es kann nicht für jeden Gefährder eine Abschiebungsanordnung erlassen werden. Dann bringt er noch ein paar rechtliche Zusammenhänge durcheinander. Das will ich hier nicht tun. Ich heiße nicht Herr Wedel. Nein, diese Feststellung war zu diesem Zeitpunkt nicht zu treffen. Fakt 3, laut Armin Laschet, Abschiebehaft hätte beantragt werden können, weil die tunesischen Behörden die Identität Amris bestätigt haben. Ja, Herr Laschet, wenn das so gewesen wäre, hätte das tatsächlich beantragt werden können. Es stimmt aber schlicht nicht, dass die tunesischen Behörden die bestätigt haben. Die haben die erst nach dem Anschlag bestätigt. Es war Interpol und nicht die tunesischen Behörden. Fakt 3, auch falsch. Fakt 4, Sozialbetrug. Jetzt wird es ganz abenteuerlich. Armin Laschet schreibt seinen Mitgliedern, der vom LKA beantragte Haftbefehl bei der Staatsanwaltschaft Duisburg wird abgelehnt. Es ging ja um 160 Euro. Duisburg sagt, nein, keine U-Haft möglich. Und jetzt sagt er, die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft hätte über Jäger und dann über den Justizminister hier angewiesen werden können, hier U-Haft anzuordnen. Herr Laschet, in welchem Rechtsstaat, frage ich Sie, möchten Sie leben? Dass aus dem Justizministerium direkt die Staatsanwaltschaften die U-Haft anordnen, das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Fakt ist zusammenfassend, Amri hätte festgesetzt werden können. Nein, Herr Laschet, das sind keine Fragen, die Sie hier als Chefaufklärer stellen. Das sind Vorfestlegungen. Und der Linie folgend war dann ja auch der Einsetzungsantrag einseitig ausgerichtet auf NRW. Und es geht weiter. Permanente Pressebegleitung der Ausschussarbeit, die nicht Fragen und Widersprüche, die es ja tatsächlich gibt, darstellt, sondern Vorfestlegung trifft. So trifft Daniel Sieveke, Ihr Obmann im Ausschuss, nach der Vernehmung des Generalbundesanwalts und jetzt wichtig, vor der Vernehmung des Gutachters Kretschmer, die Aussage, dass nach den Erkenntnissen, die er aus der Befragung des Generalbundesanwalts gewonnen hat, das Gutachten von Professor Kretschmer völlig diskreditiert ist. Und geht noch weiter, als wir dann in der Befragung des Gutachters sind, stellt Herr Sieveke nicht etwa die Frage, um diesen Widerspruch auch aufzudecken. Nein, er hält sich zurück und gibt stattdessen während der Befragung diese Presseerklärung raus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe das nicht, Herr Laschet, mit Ihrem Anspruch übereinzubringen, hier eine unabhängige, objektive Aufklärungsarbeit leisten zu wollen. Und Herr Stamp, eine inhaltliche Zusammenfassung. Sie waren in der Sitzung tatsächlich nicht da, wo wir 4 Stunden über diesen Zwischenbericht gesprochen haben. Eine inhaltliche Zusammenfassung der bisherigen Arbeit des PUAS, die ja gesetzlich nun auch vorgesehen ist, als Zwischenstand wohlgemerkt und noch mit der Feststellung, dass dies nicht das Ende ist. Wir können und wir sollten auch einen weiteren Zwischenbericht machen. Hier einfach als
wie sagen Sie, rot-grüne Trickserei und Täuschung zu bezeichnen, ohne einen konkreten Antrag zu stellen, diesen Zwischenbericht zu ergänzen. Wir haben Sie ja aufgefordert und gesagt, wo fehlt Ihnen denn was? Wenn Sie was vorgelegt haben, hätten wir das ja auch angenommen, ohne einen einzigen Antrag rauszugehen und hier mit juristischen Spitzfindigkeiten zu taktieren. Mit Verlaub, Herr Laschet, Herr Stamp, das ist nicht nur scheinheilig, das ist Heuchelei in Reinkultur. Und jenseits, und was ich am allerschlimmsten finde, ist jenseits dieses Krawalls, dieser Nebelkerzen und dieser Obstruktion, die Sie hier betreiben, ist, dass es tatsächlich, ich bin Obfrau für die Grünen in diesem Ausschuss und ich kann Ihnen sagen, es gibt sie tatsächlich, eine ernsthafte Aufklärungsarbeit in diesem Ausschuss, an der wir uns alle beteiligen, alle. Widersprüche, die gibt es, ja, zum Thema 58a, zum Thema Abschiebehaft, U-Haft, die sind doch auch alle in dem Zwischenbericht dokumentiert und die müssen auch weiter bearbeitet werden. Ja, und es entwickeln sich auch sogar schon Ansätze nach vorne, auch das hat die Untersuchungsausschussarbeit schon gebracht, dass darüber nachgedacht wird, wie kann man denn diese Sammelverfahren zukünftig besser organisieren, Schwerpunktstaatsanwaltschaften, wie findet eine neue Kategorisierung und Priorisierung für Gefährder statt. All das findet ja statt. Und das regt mich am meisten auf, dass die diese Arbeit hier diskreditieren durch ihren Krawall und ihre parteitaktischen Manöver, die sie hier betreiben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich kann sagen, für die verbleibenden Sitzungen werden wir uns weiter an der Sachaufklärung beteiligen, jenseits ihrer Taktiererei. Dabei bleiben wir. Dankeschön.